Ja, und hier auf der großen Bühne haben wir Jochen Mützam, auch nicht zum ersten Mal. Ja. Da sind wir schon ganz gut eingegroovt. Ich finde die Stellenbeschreibung immer sehr spannend. Der Channel Systems Engineer bei Aruba HPE Company steht offiziell dabei. Das ist eine große Visitenkarte dann auf jeden Fall so. Aber was ich echt interessant fand, wir haben ja heute als Vortrag nichts weniger als die Revolution im Datacenter. Puh, da muss ich mich gleich setzen. Finde ich auf jeden Fall in zwei Stimmen schon mal, in zwei Details schon mal mutig, weil alle reden von Cloud und Edge und wir reden vom Datacenter und dann auch noch von der Revolution. Ich bin sehr gespannt auf jeden Fall. Ich würde sagen, dann starten wir da gleich los. Die Bühne ist frei und sehr schön. Viel Spaß und einen guten Vortrag. Ja, besten Dank für die Einführung und in der Tat, der Titel, der wurde etwas provokativ gewählt, Revolution. Schauen wir mal, ob wir das Thema erfüllen können und am Ende, ob das wirklich eine Revolution ist oder eher alter Kaffee. Gut, Datacenter-Themen und Security ist auch was, was man heute häufig nicht im Zusammenhang sieht. Vielleicht erstmal nochmal eine Frage in die Runde, wer betreibt alles noch Server lokal? Haben wir mal kurz die Hand hoch? Ah ja, okay, das heißt sehr schön. Die können schon mal alle sitzen bleiben, denn das ist wirklich eine absolute Neuheit. Und wir adressieren damit ein sehr brisantes Problem, wenn es um das Thema Security geht. Der Kollege von Sophos hat ja hier auch einige Ausführungen darüber gemacht. Und wir schauen uns jetzt das Thema Security im Datacenter-Bereich, im Server-Bereich etwas genauer an und wie wir das heute mit einer bisher im Markt einmaligen Lösung adressieren können. Und zwar nochmal hier ganz kurz zur Genau, hier ganz kurz einen Slide, um nochmal das Thema etwas zu beleuchten, um was geht es, und zwar einmal natürlich um die Rechenzentren, die heute ja immer noch in der großen Anzahl bei unseren Kunden lokal stehen, mit einer großen Anzahl von Servern und auch das Verhalten innerhalb dieser Rechenzentren und der daran angeschlossenen Campus-Netzwerke. Und da sieht man ganz gut hier eine Statistik, 70% des Traffics bleiben wirklich innerhalb dieses Rechenzentrums. Ja, die verlassen das Rechenzentrum nicht, die gehen nicht in die Außenstelle, die gehen nicht zu den Clients, sondern die werden innerhalb des Rechenzentrums verarbeitet. Das ist geschuldet den virtuellen Maschinen, die man dort hat, der Microservice-Architektur und stellt daher eben einen Großteil der Kommunikationsbeziehungen innerhalb eines Unternehmens dar. Das ist das eine. Ja? Und das andere, das haben wir vorhin auch sehr schön gesehen im Sophos-Vortrag, Attacken passieren heute. Man kann sie häufig auch nicht komplett verhindern. Ja, sondern ich muss irgendwie in der Lage sein, wenn eine Attacke stattfindet, die einzugrenzen, die zu segmentieren. Und das eben geschuldet der Brisanz, dass wir eben einen Großteil des Traffics eben heute im Rechenzentrum haben, eben auch im Rechenzentrum selbst, das heißt zwischen den Servern. Ich muss mir heute Gedanken machen, wie kann ich heute zum Beispiel eine Ransomware-Attacke, die auf einem System innerhalb des Rechenzentrums ausbricht, verhindert werden, damit eben andere Applikationsserver, andere Datenbankserver eben nicht mit angegriffen werden. Ja? Das heißt, hier geht es ganz eindeutig um das Thema, wie baue ich heute Security innerhalb des Rechenzentrums zwischen meinen Servern. Ja? Und da, wenn man jetzt wirklich die Kunden mal fragt, wir haben auch eine Umfrage gemacht, da sehen die meisten Kunden sehr, sehr platt aus. Ja, das heißt, klar, heute hat irgendwie jeder eine Firewall, das sieht man hier auf dem nächsten Slide auch ganz gut. Hier haben wir mal so eine typische Netzwerkarchitektur und die entsprechenden Building Blocks gezeigt. Ganz klar, heute hat jeder irgendwie eine Firewall, die ihn gegenüber dem Internet schützt. Ich habe teilweise auch Firewalls, die das Rechenzentrum selbst gegenüber dem eigentlichen Campus oder der Remote-User schützen. Aber innerhalb des Rechenzentrums, das ist hier nochmal ganz gut dargestellt, da habe ich ja die verschiedensten Dienste laufen, hier wie zum Beispiel IP-Storage, Backup. Ich habe aber auch immer noch Bare-Metal-Services und Bare-Metal-Server und eben Datenbanken, die auf diesen laufen. Und ich habe natürlich meine virtuelle Welt. Und das Bild, denke ich, zeigt es ganz gut. Hier habe ich eben keine Security-Services, obwohl hier die Kunden am angreifbarsten sind, obwohl hier der größte Teil des Traffics bleibt. Ja, und das ist ein sehr relevantes Problem, wo es lange Zeit keine optimale Lösung gab. Wenn Kunden sowas heute bauen, dann sieht man das hier ganz gut, wir haben mal so ein ganz kleines Rechenzentrum skizziert, wenn ich heute Security ins Rechenzentrum bringen möchte, wenn ich heute Segmentierung zwischen die Server aufbauen möchte, dann musste ich das bisher immer
über einen sogenannten Security Service Leave machen. Das heißt, das ist häufig ein eigenes Rack gewesen. Dort habe ich dann eben meine Security Appliances, meine Firewalls, meine Load Balancer verbaut. Und jetzt aber, das sieht man jetzt hier auch sehr, sehr schön, sieht man, was nötig ist, um dann wirklich diese Applikationen abzusichern. Das Kommunikationsbild ist sehr, sehr komplex. Das heißt, wenn ich verhindern möchte, dass die Applikation offen mit dieser Applikation auf dem Server spricht, muss der gesamte Traffic über den Core des Rechenzentrums laufen, wird dann hier inspiziert, wird über die Firewall behandelt und dann muss der gesamte Traffic wieder zurück. Ja? Das heißt, das sieht man auf den ersten Blick, das ist sehr ineffizient, das ist auch extrem teuer. Ja, das ist ganz klar. Im Rechenzentrum habe ich auf der ganz andere Bandbreiten, die ich heute forwarde. Das heißt 100 Gig, teilweise auch bereits 400 Gig zwischen den einzelnen Switchen ist kein Problem. Und dementsprechend müssen natürlich auch diese Security Service Leaves ausgebaut sein. Und ich habe dadurch eine extreme Kostenexplosion gehabt. Das heißt, das waren eigentlich die zwei Hauptpunkte, warum die Kunden das einfach nicht machen. Ja, das heißt, ein typischer Mittelstand heute hat keine Netzwerk-Security, hat keine Segmentierung innerhalb des Rechenzentrums, ja, weil zu komplex, weil zu teuer, weil zu schwer zu betreiben. Ja, und das haben wir uns jetzt eben angenommen. Seit einem knappen Jahr haben wir hier jetzt eben eine im Markt bisher einmalige Lösung. Das heißt, wenn diese Lösung heute jemand kaufen möchte, dann kann er das auch wirklich nur bei uns. Und zwar, was haben wir gemacht? Wir haben diese Services extrahiert und haben die in unsere Switching-Plattformen integriert. Bedeutet, wir sind jetzt das erste Mal in der Lage, mit sogenannten verteilten Service-Switchen direkt eben nicht nur Switching-Services, so wie man es eben heute kennt, das heißt, wenn ich hier eben einen Server konnektiere, dann ist ganz klar, dann wird eben der Traffic geforwardet, ich habe meine Hochverfügbarkeitsmechanismen innerhalb des Rechenzentrums, so wie man es eben heute auch von einem Standard-Rechenzentrums-Switch erwarten würde. Und das Besondere dabei ist eben jetzt, dass diese Security Services eben nicht mehr separat laufen, in einem separaten Leaf, sondern eben direkt in dem Switch integriert. Ja? Das heißt, ich habe dadurch eben ein optimales Kommunikationsverhalten, die Applikation mit den entsprechenden Servern spricht auf dem kürzesten, auf dem effizientesten Weg miteinander. Ich habe direkt diese Firewall-Dienste im Switch mit einer extrem hohen Performance. Ja, das werden wir vorher immer noch mal einen Slide zurückgehen. Ein Nachteil war ja das sehr, sehr teure Firewall-Konzept. Das ist dem geschuldet, dass die Firewalls eben sehr, sehr hohe Performance auch forwarden müssen. Wir haben hier eben einen speziellen ASIC verbaut, der eben diese Firewall-Services, Stateful Firewall-Services bis auf Layer 4 eben jetzt direkt im Switch mit anbietet und ich dann dadurch ein optimales Kommunikationsverhalten bekomme. Ja. Jetzt zeigen wir mal ganz kurz auch, wie sieht denn so ein Teil aus. Und zwar auf den ersten Blick, ganz normaler Switch. Ja, so kann man den bereits bei uns seit mehreren Jahren kaufen. Basis dieses Switches ist eben auch, das sieht man hier nochmal ganz gut, eben unser AOS CX Betriebssystem. Das ist ein sehr robustes Betriebssystem, was wir auch seit mehreren Jahren eben im Markt etabliert haben. Und das Besondere, was jetzt dabei dazugekommen ist, wir haben eben eine Technologiepartnerschaft mit der Firma Pensando eine Technologiepartnerschaft eingegangen und diese Technologiepartnerschaft integriert jetzt diesen Firewall ASIC direkt in dem Switch. Und jetzt sind wir eben das erste Mal in der Lage, und das sieht man jetzt hier, das ist sozusagen das Beste aus beiden Welten, einmal einen Standard Data Center Switch, ja, mit einer hohen Portdichte, das sieht man hier auch, das sind eben 48 Port, 25 Gig und 6 Port, 100 Gig, ja, mit den im Rechenzentrum nötigen Funktionalitäten plus diesen Firewall-Themen. Ja. Und die beginnen jetzt hier ganz oben, sieht man es einmal, Flow-Logging, das ist der erste und aus meiner Sicht auch fast der wichtigste Step. Dieser ASIC ermöglicht uns jetzt volle Transparenz im Rechenzentrum. Das heißt, ich bin jetzt das erste Mal in der Lage, überhaupt Kommunikationsbeziehungen im Rechenzentrum transparent zu machen. Das heißt, ich sehe genau, okay, die Server-Applikation spricht mit der Datenbank, mit den Web-Frontend-Service, genau mit den und den Applikationen. Ja, und das ist in einer Unsampled-Funktionalität. Unsampled, das bedeutet, wir verlieren dabei auch keine Pakete. Das heißt, dieser Traffic-Abdruck, der dann erzeugt wird, der dann eben auch verarbeitet werden kann, ist wirklich 100% akkurat.
Und dann können wir mit diesen Flow-Daten im nächsten Step eben auch hergehen und mit der Segmentierung über diese Firewall-Regeln beginnen. Ja? Und dann kann ich wirklich genau meine verschiedenen Bereiche im Rechenzentrum eingrenzen. Das heißt, ich habe meinen Segmentierungsbereich, zum Beispiel Applikationsdatenbank, Datenbank-Server, ich kann mein IP-Storage das erste Mal absichern, ich kann meine Bare-Metal-Server absichern und eben auch meine virtuelle Welt. Das heißt, wirklich für jede Art von Server, für jede Art von Applikation im Rechenzentrum habe ich dann eben das erste Mal die Möglichkeit, das Ganze sehr effizient, hochperformant, einfach und auch kostenattraktiv durchzuführen. Ja, und es ist eben genau, sag mal, die Magie in diesem Produkt, dieses revolutionäre Produkt, ist wirklich diese Verschmelzung von Standard-Datacenter-Funktionalitäten plus diese Firewall-Funktionen. Jetzt kann ich ja viel erzählen, ja, um das eben nochmal zu beweisen, haben wir hier auch eine Marktanalyse gemacht, was machen denn so die Marktbegleiter in diesem Bereich. Und hier auf der linken Seite sieht man nochmal die verschiedensten Funktionen, die dargestellt sind. Das heißt, die einfachste Möglichkeit, um Security zum Beispiel umzusetzen, sind natürlich auch Access-Control-Listen, haben andere Marktbegleiter auch, aber wir in einer ganz anderen Skalierung. Ja. Sieht man hier, bis zu 1 Million ACLs unterstützen wir. Der bessere Weg ist natürlich hier, diese Stateful-Firewall-Funktion zu verwenden, die auch Distributed Denial-of-Service-Attacken erkennt. Und da sind wir wirklich in der Lage, bis zu 1 Million Firewall-Regeln zu unterstützen, was dann natürlich ein klassischer Switch, das sieht man jetzt auch hier eben nicht, kann. Weitere Funktionen, und die werden eben zukünftig kommen, das heißt, dieser ASIC, der dort verbaut ist, der eben diese 800 Gig an Performance zur Verfügung stellt, der ist eigentlich hardware-seitig schon dafür ausgelegt, um noch weitere Funktionen umzusetzen. Das heißt, wir sind erstmal losgelaufen, haben gesagt, okay, wir adressieren erstmal die wichtigsten Use Cases bei unseren Kunden, das ist nämlich Visibilität und Segmentierung. Und im nächsten Step kann aber dieser ASIC eben über Software mit weiteren Funktionen versorgt werden. Das werden wir im Laufe des nächsten Jahres zum Beispiel machen. Das heißt, wir werden auch IPsec-Terminierung dort durchführen können oder zum Beispiel auch Load Balancing. Ja, das heißt, wirklich dann ein Gerät, wo ich auf der einen Seite diese Switching-Funktionen habe, aber eben auch diese Security-Funktionen in einem Gerät vereinheitlicht. Gut, das war so das Thema. Was macht der Markt in dem Bereich? Und das nächste Thema ist natürlich, ist auch nochmal, man schaut sich nochmal an, das beste Produkt hilft nichts, wenn ich es nicht auch effizient betreiben kann. Und dieser Betriebsaspekt, den haben wir jetzt hier nochmal in den Mittelpunkt gestellt, wo man sagt, okay, wir haben wirklich eine übergeordnete Management-Plattform, wo ich, und zwar, ich habe jetzt hier drei Hauptthemen, die ich eben zentral bedienen muss, und zwar einmal die Netzwerkbetriebe im Rechenzentrum. Das ist jetzt ein Bestandteil unserer Managementlösung, das ist eben dieses Aruba Fabric Composers. Dann habe ich das Thema SecOps, das heißt Security-Betrieb, heißt dort werden eben meine Firewall-Regeln erstellt, dort habe ich meine Visibilitätskomponenten und am Ende des Tages dann auch noch die Telemetrie, die Flow-Daten, die müssen natürlich auch irgendwo visualisiert werden und das mache ich eben einheitlich in unser Management-Tool, was sich eben dann Aruba Fabric Composer nennt. Und mit diesem Tool bin ich eben in der Lage, egal ob es jetzt nur um 2 Switche geht oder um 200 Switche, diese Datacenter Fabric zentral zu verwalten mit den jeweiligen Netzwerkbetriebsoptionen und eben auch Security-Optionen. Gut, das war so die Feature-Seite, dann eben auch die Betriebsseite. Kosten sollte man natürlich auch nicht vernachlässigen. Das heißt, ich hatte ja zu Beginn mal erwähnt, es gibt bereits Lösungen in dem Bereich. Ja, wenn ich heute Segmentierung im Rechenzentrum durchführen möchte, wird häufig nicht gemacht, weil zu komplex, weil nicht zu performant genug. Und der dritte Punkt, warum es heute nicht gemacht wird, den haben wir hier nochmal ein bisschen ausgearbeitet. Und zwar ist es einfach der monetäre Aspekt. Es ist extrem teuer, heute Segmentierung mit Standard-Bot-Mitteln, mit einer Standard-Firewall durchzuführen. Ja, das haben wir hier einmal mit diesem zentralisierten Firewall-Konzept einfach nochmal dargestellt. Das heißt, die Switche würde ich ja trotzdem benötigen. Dann würde eben diese Firewall-Appliance hinzukommen und dann komme ich eben auf diese Gesamtkosten über die Laufzeit gerechnet. Da ist man, und zwar, das ist natürlich jetzt ein sehr großes Rechenzentrum, was wir hier dargestellt haben. Da sprechen wir hier jetzt von 1000 Servern. Ich denke mal, die meisten Kunden haben hier keine 1000 Server. Nichtsdestotrotz, das Verhältnis ist wichtig. Ja? Und zwar das Verhältnis mit unserer Lösung, wo ich eben direkt diese Firewall-Funktionen integriert habe. Und dann eben hochgerechnet bin ich beim Faktor 1:3 oder bis 1:4. Ja, wo wir einfach kostengünstiger sind auf der einen Seite, wir sind aber auch effizienter und wir sind performanter. Ja, das ist so
der Haupt, dass man hier nochmal diesen Aspekt eben auch betrachtet. Gut, das waren so ganz grob die verschiedenen Betrachtungswinkel dieser Lösung. Jetzt schauen wir uns nochmal an, wie es aussieht mit den verschiedenen Use Cases. Die hatte ich teilweise schon erwähnt. Ich würde es aber einfach nochmal gern highlighten. Und zwar der erste Use Case, das ist bei den meisten Produkten eigentlich so, bei den meisten Security-Lösungen so, ich brauche erstmal Visibilität. Ich muss erstmal wissen, wie sieht denn mein Kommunikationsverhalten aus im Rechenzentrum, wer spricht mit wem, mit welcher Applikation, mit welcher Bandbreite. Und das liefert dieser ESIC out of the box. Das kann man sagen, ist auch eine Art Abfallprodukt, ja, in einer sehr hohen Performance. Und jetzt kann ich eben diese IPFX-Flow-Daten nehmen und kann die jetzt in Third-Party-Applikationen auswerten oder zum Beispiel auch an bereits vorhandene Security-Lösungen anflanschen. Das heißt, wenn ich irgendwie ein SIEM-System habe, wenn ich Firewalls habe, dann können diese Daten natürlich verwendet werden, um dann zum Beispiel proaktiv Anomalien zu triggern. Das soll einfach hier nochmal ganz kurz dargestellt werden. Das wäre so der erste Use Case, mit dem beginnen auch die meisten Kunden. Und dann geht man natürlich sehr, sehr schnell in den zweiten Use Case, wo man sagt, okay, jetzt möchte ich wirklich Segmentierung durchführen und dann baue ich eben dann anhand dieser Flow-Daten hier die verschiedensten Regelwerke und sichere jetzt meine Server-Applikationen sowohl in der virtuellen Welt als auch eben in der Bare-Metal-Welt gegeneinander ab. Ja? Und hier nochmal eben mit einer sehr hohen Performance, 800 Gig, dann wirklich pro Switch. Ja, das Ganze multipliziert sich dann natürlich, umso mehr Switche, dass ich einsetze und das Ganze mit einer Stateful Layer 4 Firewall-Funktion. Last but not least, den dritten Use Case, den wir jetzt noch ausgearbeitet haben, der ist eher für kleinere Kunden gedacht. Und zwar im ersten Schritt, sagt man, den Switch, den ich hier dargestellt habe, der CX10000, ist natürlich ein typischer Top-of-the-Rack-Switch, ein typischer Data-Center-Switch. Ich kann das Gerät jetzt aber natürlich auch nehmen und kann den direkt auch als Core-Switch einsetzen. Das heißt, wenn ich kleinere Umgebungen habe, wo ich eben keinen separaten Data-Center-Layer habe, da kann ich natürlich diese Funktion nehmen und diese Konnektivitätskomponenten nehmen, um gleichzeitig meine Access-Switche anzuschließen, also die zu aggregieren. Ja? Das heißt, ich fahre eben vom eigentlichen Core direkt in die Unterverteiler. Da habe ich ja die entsprechenden Ports, wie gesagt, bis zu 48 Port, 25 Gig. Und dann kann ich trotzdem natürlich die Stateful Layer 4 Firewall-Funktionen nehmen, um dann meine Server eben auch abzusichern, die dann eben direct attached sind zu diesem Core. Ja, das heißt, das soll einfach ausdrücken, egal für welche Größe des Unternehmens, ob das jetzt ein Kunde ist, der 1000 oder 2000 Server hat oder wie in dem Fall dargestellt, vielleicht nur 10, 20, 30 oder 40, es ist immer die passende Lösung. Ja, und es ist auch vom Pricing her ist es so, dass man sich hier sehr, sehr gut anpasst und kein hoher Anfangsinvest nötig ist, um die Lösung überhaupt zu kaufen. Die ersten Projekte, die wir jetzt vor einem halben Jahr gewonnen haben, war übrigens auch interessant, waren in der Tat immer nur Pärchen. Also wir haben wirklich die ersten Projekte eben in den kleineren Kundenumgebungen gewonnen und nicht die ganz großen Datacenter-Provider. Also da ist es auch wirklich die perfekte Lösung, weil in diesem Kundenklientel diese große Lücke, dass dort eben keine Security vorhanden ist, am präsentesten ist. Wie baue ich das Ganze dann am besten auf? Es ist hier noch ein Slide, wo man das Ganze nochmal sieht. Es muss ja auch irgendwie handhabbar sein, so eine Lösung in mein vorhandenes Rechenzentrum einzubauen. Heißt, wie kommen wir in die Kundenprojekte? Im ersten Step ist es meistens ein Ausbau, eine Erweiterung eines vorhandenen Rechenzentrums oder ich muss eben, weil ich vielleicht neue Server-Hardware kaufe, weil ich ein neues IP-Storage kaufe, eben Komponenten ersetzen und dann ersetze ich die eben heute nicht mehr durch einen Standard Top-of-the-Rack-Switch, sondern durch einen CX10K. Ja, das heißt, ich kann dann auch erstmal so beginnen, ich muss keinerlei Security-Features einschalten, sondern das Servernetz läuft erstmal wie gehabt. Und ich bin dann eben in der Lage, und das ist eigentlich eines der charmantesten Punkte in der Lösung, das Ganze Step by Step mit der Geschwindigkeit, die Kunden eben benötigen oder verwenden wollen, eben umzusetzen. Das heißt, ich tausche erstmal Komponenten oder erweitere. Ich mache dann eben im nächsten Step diese Visibilitätsfunktionen an. Ja, das heißt, ich schaffe Transparenz. Ich kann sehr schnell erkennen, wie sieht das Kommunikationsverhalten aus meiner Server, wer spricht mit wem. Ich kann dann bereits vorhandene Security-Lösungen füttern mit Informationen, also SIEM-Systeme eventuell oder Firewalls. Und dann im dritten Step
und dann eben diese Informationen nehmen, die Kommunikationsinformationen und dann eben diese Segmentierung einführen und dann eben meine Serverlandschaft in die verschiedenen Bereiche einteilen. Ganz wichtiger Aspekt hierbei ist auch, ich kann Security auch innerhalb von VLANs aufbauen. Also häufig sieht man immer noch bei Kunden, dass sie haben sehr, sehr große Netzwerke innerhalb des Rechenzentrums, aber die Kommunikation findet immer in einem VLAN statt. Ja, das heißt, das Rechenzentrum selbst hat keinerlei Segmentierung, nicht mal VLAN-Segmentierung. Und mit dieser Lösung kann dieses VLAN-Konzept und das dahinterliegende IP-Konzept weiterverwendet werden. Das ist sehr wichtig. Kein Kunde möchte heute gerne die IP-Adresse von einem Server ändern. Also ich kenne zumindest keinen, der sowas gerne macht. Das hat hier und da die eine oder andere Herausforderung schon in der Vergangenheit mit sich gebracht. Und das Wichtige ist eben, dass wir uns hier sehr smooth integrieren. Heißt, wir behalten die IP-Adressen, wir behalten das VLAN-Konzept, was bereits vorhanden ist, und machen eine sogenannte Makrosegmentierung, also eine Richtlinienerzeugung innerhalb des VLANs, sodass ich auch im gleichen VLAN arbeiten kann, ich trotzdem meine Server über die entsprechenden Regelwerke segmentieren kann. Gut, das war eigentlich schon der letzte Schritt, den ich nochmal highlighten möchte, der Migrationspfad und am Ende eben nochmal ein Slide als Zusammenfassung, wo man nochmal gut die Mehrwerte sieht. Das heißt, wir sprechen jetzt hier wirklich von einem Zero-Trust-Konzept. Zero-Trust-Konzept, was typischerweise heute ja eher an der Firewall, am Perimeter stattfindet oder auf den Endpoints. Das Ganze duplizieren wir jetzt eben ins Rechenzentrum selbst. Wir schaffen damit mit dieser Lösung das erste Mal eine hochperformante, eine einfache Segmentierungsmöglichkeit im Rechenzentrum zu einem extrem attraktiven Preis. Ja, das heißt, das sieht man hier auch nochmal dargestellt, ein Drittel der Betriebskosten gegenüber einer Firewall-Lösung und lösen damit eben auch ein sehr, sehr relevantes Problem bei den Kunden. Ja, das heißt, der Kollege von der Sophos hat sehr schön gezeigt, wer heute alles verschlüsselt wird. Mit dieser Lösung ist man nicht, also muss es dann schon genau abgrenzen können, mit dieser Lösung ist man nicht in der Lage, eine Verschlüsselung komplett zu verhindern, aber durch die Segmentierung kann ich eben Teilbereiche absichern. Ja, das heißt, wenn ich irgendwo eine Attacke habe, dann findet die in einem Teilbereich statt und nicht das gesamte Unternehmen wird außer Kraft gesetzt. Ja, das ist so die Hauptidee dahinter und ganz klar unser Ratschlag, jeden Kunden, jedes Datacenter-Projekt, jeden Rechenzentrum-Switch, den wir heute verkaufen, kommt genau aus dieser Kategorie, weil wir eben damit dieses relevante Problem lösen. Das Problem hat jeder und wir können es jetzt eben sehr attraktiv, hocheffizient und performant zu einem extrem günstigen Preis lösen. Ja, das heißt, auch die Aufforderungen auch an Sie, wir sind noch außen, gerne zum Stand kommen. Und auch Sie, wenn Sie über eine Datacenter-Migration nachdenken, wenn Sie darüber nachdenken, einen neuen Datacenter-Switch zu kaufen, dann kommen Sie bitte gerne auf die Kollegen auch von der OFM drauf zu. Wir machen gerne Live-Demos, gehen nochmal weiter auf die Details ein, um das eben nochmal besser darzustellen. Gut, ich bin, glaube ich, ganz gut in die Zeit, oder? Sehr schön. Gibt es noch Fragen? Erstmal nicht. Dann bedanke ich mich. Sehr gut in der Zeit auf jeden Fall. Vielen Dank. Oh ja, das ist schon ganz schön cool. Also wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, gut, das mit der Segmentierung, das fand ich ja schon gut. Das machen wir natürlich auf einer reinen Layer-2-Ebene oder Layer-3-Ebene schon, aber wenn wir es jetzt noch, ihr setzt es noch stateful obendrauf sozusagen, das ist schon mal ganz cool. Aber wenn ich das richtig verstanden habe, brauche ich noch nicht mal die Segmentierung, sondern nachdem ihr ja im Switch sitzt, kann ich also auch den Servern im gleichen Segment zugucken, ja, was die so miteinander sprechen. Das ist schon cool, oder? Also genau, also das so. Thema ist wirklich, wo findet die Security statt? Und das ist eben im Rechenzentrum zwischen den Servern. Ja. Das heißt, wir haben heute viel über Security gesprochen, aber das ist einfach ein Bereich, wo man heute Security einfach nicht gedacht wird. Ja. Ja, das ist auch unter der Slogan hinter dem Produkt, heißt auch Protect the Unprotected. Mhm. Also schütze das, was bei den meisten Kunden heute einfach nicht geschützt wird. Ja. Ja. Ja, finde ich auf jeden Fall eine spannende Sache. Da lohnt sich, glaube ich, dann gleich noch mal ein bisschen drüber zu reden. Wir haben ja die Zeit sehr gut wieder aufgeholt. Auch danke dafür. Die können wir gleich am Stand noch nutzen. Gibt es noch Fragen? Oder klärt ihr die gleich gerne am Stand? Ja, ne? Ja, schön. Dann auf jeden Fall vielen Dank.